So, dann wollen wir doch mal. Die rote Beete, das ist Hafer. Wo ist denn die rote Beete? Hat er die jetzt schon abbauen lassen? Weizen. Ne, die ist noch aktiv. Okay. Okay. Wie viel kann das Vieh denn tragen? 30 Kilo. Okay, das ist gut. Jetzt müssen wir erstmal, oh ja, wieder Häuser verputzen. Schon wieder einige kaputt, sehe ich gerade. Ja, da werde ich mal wieder Bock und Stroh mitnehmen dürfen. Das ist ja alles kaputt hier. Eieiei. Alles im Eimer. Das sehe ich schon hier, guck mal. Morgen, Buffy, Hallöchen. Hier ist was kaputt. Da ist Dach kaputt. Mal jedes Haus inspizieren hier. Ich glaube, hier habe ich was gesehen, jawohl. Unten ist kaputt. Dach. Küche ist kaputt. Alles kaputt. Hütte noch. Ist klar. War die Kröderhütchen da vorne. So. Sollte es gewesen sein. Jawohl. Sunny, schönen guten Morgen.
Bezockt, Hallöchen. Schönen guten Morgen, wie geht's dir? Auch schon ein paar Tage nicht mehr gelesen. War alles gut. Viel zu tun gehabt. Ja, soweit alles gut. Kann ich klagen, du. Hier mal im zweiten Kaffee. Ich bin heute überhaupt nicht aus dem Bett gekommen. Wollte gar nicht aufstehen. Ich würde einen neuen Hammer. Holzstamm. Haben wir gleich zwei. Die leben ja nicht lange, die Dinger. So. Na, hat nicht ganz gereicht, ne? Naja, was soll's, nächste Runde. Die ganzen Teller und wieder Schalen und wieder alles mal wieder rüber. Kann da rein. Stock und Stein ist hier rein. So. Essen. Essen. Ich brauche was zu essen. Pilzsuppe. Oh, gibt's doch schon Pilzsuppe hier. Guck mal. Kohlsuppe ist schon wieder komplett weg. Unglaublich. Ist nicht zu fassen. Was brauche ich denn nochmal dafür? Jetzt ballern wir hier erstmal das ganze Zeug rein. Salzfleisch mit normalem Fleisch, Karotte, Fleisch, Eintopf. Okay, irgendwie geht gerade gar nichts. Das ist schlecht.
Brot müssten wir erstmal freischalten von der Technologie her. Kuchen haben wir auch noch nicht freigeschalten. Pastete auch nicht. Das heißt, ich bräuchte rohes Fleisch. Da haben wir einen Jäger irgendwie zu wenig, ne? Kriegen kaum Fleisch rein. Das wird immer sofort verarbeitet. Endlich die Winterhauptkleidung für den Drachen bekommen. GZ. Sunny. Seinen Sattel hier in seine Kiste rein, sonst kann der Esel wieder nicht in seinen Stall laufen und essen. Ich nicht so. Sattel da. Was der denn da alles, hä? Guck mal hier. Ein Hemd, Hose. Gibt alles irgendwie auf, ne? Ja. Schlaues Gelge. So. Warum ist sie unzufrieden? Prozent. Und die denn? Ach, die wohnt alleine. Wird's mal Zeit für einen Kerl? Muss man noch einen Kerl organisieren. Irgendwo steht die Produktion schon wieder still. Ah, hier, Materialien fehlen. Okay, das kennen wir ja schon. Das Fleisch mal bitte nicht mehr verbraten. Wir brauchen das roh für das Kohlsuppe und so. Das heißt, ich schnappe mir jetzt meinen Esel und ab in die Stadt und dann hole ich noch einen männlichen Arbeiter. Hallo? Adieu.
Wie wir über die Brücke kommen. Oh. Nein, jetzt sind hier nur Frauen oder was? Nein, das ist ein Mann. Mit. Hier gestern nicht neue Leute geholt? Wahrscheinlich. Lol. Wahrscheinlich. Büchse wollen wir ans Leder. Das rennt er mir auch in den Weg rein. Kann ich ja nichts dafür. Selber schuld. Rechts vor links. Auch auf dem Wert. Effekte geeignet dafür, wunderbar. Soll der sich um die Esel kümmern? Hier noch genug zu essen? Ich hoffe doch. Ja, sieht gut aus. Also mit Dapa seinen Esel steht er da hinten rum. Sache. Ich auch mal in den Stall. Der isst ja sonst nichts. Ja, genau. Aber das wird eine Ewigkeit dauern, habe ich das Gefühl. Das sind tatsächlich echte Jahreszeiten, ne? Ups, mein Sohn ist jetzt 3 Jahre alt. Hilfe. Bis der mal 18 wird, das dauert wirklich sehr lange. Sehr, sehr lange.
Die hat es sogar schon gedüngt, die Trulle. Ey, ich weiß ja nicht, wann das da anfängt. Da, Sunny, Dabra wollte ich schon sagen. Die, wow. Die ist aber echt fleißig, muss ich sagen. Ich brauche gar nichts mehr machen. Nicht schlecht. Nut aus, guten Morgen. Brauche ich davon irgendwas nicht? Wir brauchen alles. Sechs. Moment. Was sich wieder an seiner eigenen Spucke verschluckt, ey. Mann. Unglaublich, ey. Unglaublich. Das Säckchen brauche ich eigentlich gleich direkt. Zack. Aber ordentlich Hafer angebaut. Junge, Junge. Hier kann man noch nicht ernten, ne? Da Weizen, alles klar. Hier können wir auch noch Häuser hinbauen. Mach ich das. Passt nicht mehr. Doch, doch. Doch. Upp. Siedlung, Entwicklungsstufe. Okay. Jetzt brauchen wir wahrscheinlich erstmal wieder genug Steine. Hier haben wir 4. Den Stein auf jeden Fall. Machen wir direkt Steinhäuser draus. Muss ich halt wieder ein bisschen Stein schleppen gehen. Das macht nichts. Aber hier noch Stein drin. Da. Okay, das war dem Schlüssel. Es ist trotzdem im neuen Rucksack viel zu viel. Krass, dass Stein so ein Gewicht hat, ne? So viel brauche ich noch gar nicht mitnehmen. Muss erstmal noch die Holzstämme mitnehmen. Warte mal. Machen das mal anders, Leute. Wir nehmen jetzt erstmal 10 mit. Für den Rohbau. Und dann baue ich eh Holzstämme. Muss halt nochmal herlaufen. So.
Warte mal, ich brauche pro 10. 8. Das heißt, wir brauchen mindestens 16 Holzstämme, also dann auch nochmal 10. Ja, 2 Häuser, die ich gebaut habe. Vergessen. Oh. Drück immer die falsche Taste. Zur Ruhe, mein Freund. Jetzt brauche ich 12 Anschlüsse. Oh, sorry. Ja, wieso brauche ich bei dem Holz? Hä? Okay. Muss ich nochmal Steine holen. Ich glaube, das war das ganz kleine Haus mit 8, hä? Ja. Sieht so aus. Das heißt, wir benötigen noch... Nee, war doch richtig. Ich hab's falsch rumgelesen. Vergesst es. Ah, nee, doch. Jetzt brauche ich noch 4. Na, die sammeln wir schnell auf. Bin verwirrt. Öfters mal was Neues, ne? Beim Grimmi. Zack. Zack. So. So ein Fenster, Stein. Tür, Stein. Stein. Fenster, Stein. Stein. Noch ein Fenster. Wand. Wand. Die oben habe ich wieder vergessen. Steinwand. Ach. Muss ich wieder von draußen machen. Geht nicht anders. So. Selbes Spiel hier. 2 Millionen Stein später. So, das haben wir. Jetzt da oben muss noch eine Steinwand werden. Nee.
right man in the wrong place can make all the difference in the world. Erstmal den Trinkschlauch voll und dann selber was trinken. Stein werde ich aus der Mine gar nicht rausholen noch. Das ist kein Problem. Damit ich mein Eselchen benutzen. Sigurd, guten Morgen. Von hier nicht ran, ne? Ist so ran? Ah ja. Denk vom Stein fürs erste Haus. Zwei oder drei fehlen dann. Ja. Da fehlen dann genau, na gut, die sammle ich hier schnell ein. Muss ich den Holzhammer noch aus dem Haus holen, den neuen? Wird nicht mehr reichen. Einmal. Zweimal. Der Rest ist, glaube ich, alles Bretter, ne? Holzstämme und Bretter, jawohl. Gar nicht da reinlegen müssen. So, Bretter. Keine Ahnung, wie viel kann ich da tragen? 70. Na dann. Ich bin ein kräftiger Krieger. Let's go. Wie brauche ich da pro Dach? 12 Stück? Oha. Sachi, guten Morgen. Na? Haben Sie gut geschlafen?
Ich hoffe, ihr alle habt gut geschlafen. Ich habe gar keinen sonst gefragt. Eieiei. Das nimmt ja satt. Das werden ja Sitten hier. Der Husten nervt. Oje. Naja, weiterhin gute Besserung, ne? Liebes. Machst du dich an den Umbau? Gutes Gelingen. Ja, noch etwas schläfrig, aber sonst gut. Ich würde mich eigentlich gerade wieder ins Bett legen, irgendwie ein Gefühl, ne? Aber okay. Der Holzschuppen hat keine Äxte mehr. Oh, also. Ich hoffe, das patchen sie noch raus. Das ist nicht normal. Der hatte 15 Äxte drin. Und zack, schon wieder alle weg. Das ist krass. Die Haltbarkeit der Sachen, das ist. Uiuiui. Also finde ich ein bisschen zu schnell teilweise. Ne? Das war ja in Alien Stranded Dawn am Anfang auch so. Das haben sie auch noch umgeändert. Aber das ist halt Release-Version, ne? Ich weiß nicht, ob die das noch ändern. Müsste ich mal gucken. Kann natürlich auch sein. Das könnte sein. Da, hey. Dabra, guten Morgen. So, nächstes Haus ist fertig. Wir brauchen neue Mitarbeiter. So, jetzt müssen wir erstmal Steine organisieren. Ich habe deinen Sattel mal in deinen... in deine... Ruhe gepackt, dass der Esel mal im Stall hocken bleibt. Der stand immer noch da hinten und hat nichts mehr gefressen. Ich hatte Angst, dass der nachher verreckt. Nicht wundern, ne? Aber. Also Sattel von dir liegt in deinem Haus in der Kiste. Ja, da ist er. Nicht, dass die nachher nichts fressen. Da hatte ich ein bisschen Schiss. Und er passt jetzt hier auf die Esel auf. Das ist unser neuer Tierzüchter. So. Wolltest du gleich mitmachen?
Oder erstmal wach werden. Wie du eine Lust hast, natürlich, ne? Wenn ja keine hier zu zwingen. Ich schick dir mal den Key, wollte ich schon sagen, den Code. Wir brauchen Stein. Wieder frech. Jetzt klein Pein in die Ohren, ne? Weißt du Bescheid? Da steht er doch drauf. Ob der jetzt auch langsamer ist, der Esel, oder ob der... Das interessiert ihn nicht. Okay, das ist gut. Kommen wir schnell vorwärts. Der Preis ausgeschlafen. Ist ja unerträglich, ey. Oh je. Ich habe hier auch frischen Kaffee. Mit Karamellsirup.
Ist es auch. Moin, Dabra. Morgen. Was klingt lecker? Jetzt habe ich... Mein Karamell-Kaffee-Sirup. Ein Kaffee mit mein Kaffee mit Karamell-Sirup. So. Mein Kaffee, Dabra. Nicht deiner, meiner. Fertig gemischt. Ich mach den nicht selber rein, so wie Dabra. Dabra kauft sich, glaube ich, extra Sirup, gell? Ja. Ja, bei mir ist das alles schon so vorgefertigt. Natürlich da nicht so 100%iger Genussqualität Gedöns wie bei Dabra, ne? Ja, bei bestimmten Sachen sollte man nicht sparen. Das schmeckt. Ich meine, das von. Das ist so ein 3-in-1 Gemisch. Der Nighthawk im 49. Vielen, vielen Dank. Guten Morgen. Ja, das ist von Jakobs und 3-zu-1 Gemisch mit Karamell. Das ist natürlich kein Sirup oder so, den man da noch extra reinmacht. Genau. Schon alles durch mit Stein hier? Nicht jetzt? Da oben noch. Bauen wir wieder gerade 2 neue Häuser für mehr Bewohner. Schöne gleich aus Stein. Aber der schmeckt trotzdem sehr köstlich. Müsste natürlich mal mit Dabra sein vergleichen, wenn ich mal irgendwann in Berlin bin, aber erkennt er mich vielleicht nicht mehr, ich weiß es nicht. Fahre ich nach Berlin und dann... Wer bist du? Genau. Genau das. Was willst du hier? So sieht's aus. Mit dem Esel, das ist ja, ne? Das vereinfacht einiges. Ja, und der ist nicht langsamer, trotz wenn man, ne? Aber wenn wir sie nicht mehr benutzen, einfach in Richtung Stall kurz schieren und Sattel runternehmen, dass die da wieder zur Ruhe kommen und essen. Sonst ist einer vielleicht irgendwann nicht mehr da, weil er verhungert oder so. Das wollen wir ja nicht. Nochmal ein Bretter und dann den Rest Holzstämme. Na gut. Bretter. Hier war wie viel Holzstein? Oh. Hab ich gesehen. 5 von 8. Daumenartist, guten Morgen.
So, 12 Bretter. Und Steine hatten wir auch noch ein paar übrig. Ja. 8 und 5. 13. Denn hier schon? Steh auf, wollt was holen. Ne, kriegst du nichts mehr. Kannst vergessen. Das kannst vergessen, Großer. Er ist schon wieder am Klauen. Ich wollte die Sichel haben. Ja, ja. So rennt er schon die ganze Zeit durchs Spiel und tut so unschuldig. Alter Lump. Er will meinen Ruf nicht ruinieren und so, sagt er dann. Dabei klaut er, sich den ganzen Eselkram zusammen. Der erzählt mir nur Mumpitz. Garantier's. Ich dachte, der hat mich nicht gesehen. Ja, dachtest du, hä? Zack. Aus die Maus. Das ist unglaublich, Alter. Ich habe keine Ahnung, Drachi. Das musst du wissen, ob du was noch. Hilda oder so. Eine Frau hat ja vergisst als gern Screenshots oder Bilder. Dokumente. Dann wird es ja passen, ne? Kannst du in der Stadt schlafen? Jo. Okay, dann gehe ich pennen. Wäre egal, weil... Oh, Jahreszeit Ende, ne? Jupp. So. Jahreszeit, jawohl. Gut, dass wir alle Tasks erledigt haben, ne? Kannst gleich mal nach neuen gucken, wenn du magst. Nee, ich bin ja wieder bei mir aufgewacht wegen. Ah, weil du geklaut hast. Jahreswechsel. Und weil sie dich aus der Stadt gejagt haben. Was wird denn das hier? Dieb. Sag mal. Das nächste Mal kriegst du so stark die Keule auf den Kopf, dass du nicht mehr aufwachst. Ich schwöre das. Oder so, jetzt gleich mal. Penner. Jetzt hat da nichts. So ruhig, ne? Lebst du noch da, Bra? Mein Feld, Digga. Es ist unser Feld. Oh, wer nicht hört, kriegt auf den Kopf.
Ich will doch gleich Tierfutter machen. Wegen Roggen, du Nasenbär. Sei doch froh, dass ich für dich deine Feldarbeit erledige. Der Kopf weh? Ja, wir beiden, ey. Chaos und, wieso hast du schon wieder so eine große Sense? Ja, hättest du mal... Ist unglaublich, ne? Ja, hat er sich auch wieder irgendwo stibitzt. Guck mal in den Kasten rein. Welchen Kasten? Na, da, wo du mir wieder weggekloppt hast. Wieso hast du schon wieder eine Sense? Die können wir doch noch gar nicht bauen. Das ist so ein Halunke, ey. Ich sag's euch. Deswegen habe ich sie ausgeliehen. Ausgeliehen? Achso, du hast sie geborgt. Achso. Okay. Weißt du, wenn's so hier so Paladin gäbe und Teufel und Schurke, wüsstet ihr genau, welche Rolle übernimmt, ne? Ausgeliehen ist klar. Glaube ich auch nicht. Was? Die Sensen hatten wir schon wieder. Eine Eisensense ist klar. Ja, aber die war halt. Dies. Aber die kann ich mal ganz kurz verwenden für den Rest. Meine Sichel ist kaputt gegangen. Ich mach daraus gleich. Alter, die ist aber gut. Junge! Oh, jetzt habe ich fast das eine Huhn geschlachtet. Das ist der Unterschied wie Tag und Nacht, ey. Ist ja geil. Ich will Sensen haben. Der ist nach Bronze leider. Ja, ich weiß. Das muss man erst freischalten, ne? Verdammt. Und da kennst du Waldorf und Stadler, Drachi? Weißt du, wer das ist? Kennst du Waldorf und Stadler an Dapper? Nö. Kennst du nicht? Stadler? Oder wenn du mir was sagst, was? Kennst du Waldorf und Stadler nicht? Nö. Zeig dir mal Bilder. Achtung. Ey, der Name sagt mir jetzt nichts, aber was macht denn der? Guck mal im Stream. Kennst du die zwei Alten von der Muppet Show auf dem Balkon? So sind wir zwei, ey. Ja, die kenne ich. Stadler heißt. Stadler. Das sind wir zwei, Dabra. Wir sind sie auch dort am Fetzen. Liebevoll natürlich. Wie immer. So. Wollte ich noch zum... Oh Gott, ich muss schon wieder Sachen reparieren. Ich sehe schon wieder. Schon wieder ein Loch in der Wand. Würde zu euch passen, ja, ne? Mir zwei. So, Hafer schmeiß ich mal rein bei euch. Karotten dran? Brauche ich ohne. Wo ballerst du das rein? Ins Materiallager, hoffe ich. Ja, steht ja, oder Materiallage. Okay. Weizen brauche ich ohne. Rote Beete. Rote Beete für die Quest. Samen brauche ich ohne. Ja, aber ich brauche keine 250. Wo waren das Essen? Hier. Abliefern bei Dings. Gib mal abliefern. Du kriegst das ja eh. Komisch. Letztes Mal hast du ein Autosgeld gekriegt, ne? Sehr seltsam. Wie viel? 70. 70. Aber ich gucke mir das gerade mal an bei, wie schnell die Sachen kaputt gehen. Das ist eine gute Sache hier. Warte mal. Die gehen mir echt zu schnell kaputt, die Sachen. Aber
Aber geht anscheinend irgendwo. Unbegrenzt viel tragen kann man auch machen. Unbegrenzte Ausdauer. Oh Gott, nee. Kannst du gleich Pippi Langstrumpf spielen. Jo, bis gleich, Drachi. Da trabt der Esel ganz langsam zu demjenigen, der gepfiffen hat. Aber wie gemütlich, ey. So, ich hab gar keinen Bock. Aber wirklich, ey. Was? Du Faultier, komm her. Gibt denn überhaupt die Quest? Nix, oder? Rote Welt. Ich hab keine Ahnung. Ist gar nicht drauf geguckt. Ja, das ist der Reparaturmodus nur das. Achso, du meinst beim Zufriedenheit. Ja, fast alles inzwischen, ne? Wir sind halt gut zu unseren Bewohnern. Echt jetzt? Irgendwo habe ich doch noch die da. Ach nee, das war ja gar kein Holzstamm, das war eine Frau. Toll. Bei denen. So, noch irgendwas kaputt. Gänsesteig können wir auch, ne? Mhm. Da ist noch irgendwo ein Haus. Nicht in Ordnung. Was brauchst du? Wie viele Helfer? Hä? Wie Helfer? Wolltest du nicht noch ein paar Erntehelfer oder weiß ich nicht, oder? Nee. Ich weiß noch nicht, für was. Ich habe jetzt erstmal zwei Häuser hingebaut, aber für was weiß ich noch nicht. Lass mich gerade mal gucken. Für die Jagdhütte bräuchten wir auch Leute. Die Jäger findest. Sehr gut. Jo. Da bitte. Der hat drei. Und hier, die ist auch gut. Hast du gleich ein Pärchen zusammengestellt. Okay. Find's aber gut, dass die Kinder auch, ey. Die werden auch besser, ne? Hast du mal gesehen, dass die ja teilweise schon einen Wert von 4 haben und sowas alles? Das stimmt.
Grabungsschuppen ist kaputt. Krödelhütte ist kaputt. Oder Higgs. So, warte auf die nächste Jahreszeit, Herr Wurm. Über die rote bitte. So. Hast du da irgendwas gebaut? Ich hab nichts gebaut. Weil jetzt irgendwas nicht in Ordnung ist bei den Feldern. Was ist das denn jetzt? Warte mal. Fehlt da irgendwas? Kein Gegenstand, Dünger. Ist doch noch im Schuppen. Ich albern. Wir hatten doch richtig viel Dünger, oder? Ja. Verstehe ich jetzt nicht. Muss ich mal gucken, was das ist. Weil ich habe gesehen, im Essenlager ist auch noch verdorbenes. Ja. Aber eigentlich war da übelst viel Dünger. Ja, eben. Lederlein. Geh mal eben gucken. Jage Tauben. Gibt's 310 Münzen? Mehr als genug Dünger drin. Holzschale, Karotten, Fleisch. Steinachs, Holzspiel. Naja, das lohnt sich nicht. Ich pack mal den Dünger in den Feldschuppen bei dir rein, den ich jetzt produziere. Vielleicht ist es einfach zu weit weg. Weiß es nicht. Ich kann mir jetzt eigentlich nicht vorstellen. Hey Chefin. Schon Hunger. Was gibt's denn Feines, Sunny? Um 11 Uhr 11, ne? Gibt's bei Sunny Frühstück. Merken. Hello! Noch zwei Bratwürste übrig von gestern, die habe ich geschnippelt, angebraten und Eier drüber schmecken lassen. Gönn dir.
building his house for 10 years. I wonder how much time it would take to build a settlement like this one. Das ist ja jetzt doof. 2 Punkte sogar. Das klingt ein bisschen komisch, was sie da abzieht, oder? I like this, fertilizer this morning. Oh. I like it. Das sind doch nicht mehr alle. Dann packen wir mal den Dünger da rein. He may look like an idiot and talk like an idiot, but don't let that fool you. He really is an idiot. Wir haben nur eine Scheune, wie heißt das? Ja, was willst du denn haben? Wo die Landarbeiter arbeiten oder eine Scheune? Nee, ich meine. Der Schuppen ist ja für die Landarbeiter. Die Scheune ist ja nur für die Produktion, was du da jetzt hast. Ja, ja. Und welches meinst du davon? Schuppen. Feldschuppen. Ja. Da haben wir nur einen, ne? Ja. Komisch, wenn ich den Dünger rausnehme, reicht's auf einmal. Wenn ich den Dünger wieder reinpacke in die Scheune, reicht's nicht mehr. Hä? Ja, die eine war gerade auf dem Feld, jetzt ist sie wieder zurückgegangen. Okay, ich leg da mal Dünger in deinen Feldschuppen rein. Vielleicht greife dir darauf zu, keine Ahnung. Ist das Säckchen vielleicht schon alle kaputt? Ich gehe mal gucken. Nee, ich stehe hier vor, Materialien hat sie. Okay, Säckchen, warte. Sense, Hacke. Bin auf dem Weg. Ich zieh mir hier einen ab. Um dir Dünger zu bringen, Freund Blase. Ey, die Bäume, die bleiben jetzt hier, ne? Ja. Die gehen nicht kaputt. Eigentlich nicht. Bin ich mal auf den Feldern? Ach, die meckert wegen meinem Feld wieder rum. Ach ja, gut, okay. Deswegen meckert sie rum. Das ist alles. Die meckert wegen meinem Feld. Hast du doch schon die ganze Zeit gemacht. Die Troller. Ich muss mal gucken, ob ich das schon wieder das Düngen. Echtes Herbstdüngen mit Leinen, ne? Gedüngt ist es schon. Nur sehen muss ich es noch. Ja. Das heißt. Ich wollte mir eigentlich ein Säckchen bauen. Leder und irgendwie. Dann meinst du schon wieder kaputt? Didu. So, Teller, Stock, Stroh. Repariert haben wir alles. Ups. Jetzt brauche ich Leinen. Leder. Kleingarn. Dann bauen wir hier irgendwo die Säckchen. Nee. Ah nee, Leingewebe brauche ich dafür. Okay, warte. Wieder auch nicht. Da.
So. Den. Zack, machen wir mal 5 Stück. Los, du Esel, reite. So. Jetzt hast du genug, oder? Oder brauchst du noch irgendwelche Arbeiter? Ich bin gerade unten in der... Wir haben noch ein Haus komplett frei. Oder? Lass mal gucken. Ja. Was bräuchtest du da? Oder? Will dein Feldschuppen noch jemand? Die eine ist gut in Diplomatie. Ich weiß ja nicht, ob das für den Markt daher wichtig ist. Kannst du nicht sagen. Das weiß ich nicht. Feldarbeit. Hm. Zwei. Ne, die sind scheiße hier. Die eine ist gut in dem ersten, ich weiß nicht, was das erste ist, hier Bergbau. Abbau, ja, kannst du auch nehmen, dann stecke ich es in den Graben geschoben. Und die ist gut in Diplomatie, das ist eine Frau. Ja. Eine Frau, ein Mann haben wir noch Platz. So, und der Mann, der ist gut im Fischen. Ja, da gucke ich nachher noch über in meiner Stadt. Ja. Okay. Abbauen oder schmieden. Steckt in die Schmiede. Wir haben auch keinen. Oder ich steck's. Warte mal, Grabungsschuppen haben wir schon 2 drin. Okay. Holzfäller braucht wieder. Stecke ich in die Schmiede, habe ich noch keinen. So. Grabungsschuppen muss ich noch reparieren, sehe ich gerade. Schau mal hin. Ich kaufe noch 2 Esel, damit die sich vermehren, oder? Die vermehren sich doch so. Dapper. Warte, das Esel. Geld. Nein. Wenn, dann Gänse. Das ist das Nächste, was wir können. Meinst du nicht? Weil die vermehren sich automatisch. Und daher weiß ich nicht, ob wir das wirklich brauchen, dass du da nochmal Geld ausgibst. Rizauer, guten Morgen, Hallöchen. Ich sollte vielleicht auch die Sachen mitnehmen zum Reparieren. Wäre nicht schlecht, ne? Oh.
Nimm Crit, Mahlzeit. Meckert der Esel gleich. Zu viel Last. Ich bin noch nicht mehr überladen. Sachen muss ich auch noch bauen, fällt mir rein für die. Ich habe wieder keine Werkzeuge. Wer? Ach, Grabungsschuppen. Brauchen die Schaufel und Hacke, oder? Ja, ich bin schon dabei. Ich habe Stock und Kram dabei, dann fäll ich noch ein bisschen was, ne Bastard. Erstmal den Schuppen wieder ganz. Ja, ganz gut. Ja, einigermaßen geschlafen. Hätte besser sein können, sagen wir es mal so. Und selbst. Wir brauchen Holz. Stimmt. Aber für die Schaufel brauche ich jeweils zwei. Ja, das wird schon wieder irgendwann. Gute Besserung weiterhin. Das wird. Mir auch Holzstimme für. Na gut. Roten wir halt gleich der ganze Wald. Was soll's? Der Ausgang hier. Ach,
Das heißt, ich brauche mehr Steine. Wow. Aber Steine sind unten gewesen. Noch so viele. Jetzt machen wir erstmal zwei Spitzhacken. Dass da ein bisschen Werkzeug wieder drin ist. Du dummer Esel, kannst du wohl über den Stein laufen? Vielleicht sogar dein Esel, würde ich mir überlegen. Würde passieren, dass der sich sonst tritt. So. Eine nehme ich mir, danke. Hü! Los, Dabra! Hü! Hü! Dabra kann auch schöne Geräusche machen, guck mal. Ich könnte gerade schon wieder ins... Ich weiß auch nicht, ich könnte gerade nur schlafen, ne? Ich wäre so richtig schläfrig. Wie ist es bei dir? Geht? Ja? Ja, ich bei. Irgendwie schläfrig die Tage über momentan. Irgendwie, keine Ahnung, ey. Boah. Ekelhaft. Esel brauche ich ja nur einen Sattel abnehmen, ne? Läuft der denn? Nee, ich stelle den immer selber in Richtung Stall. Ich habe den nicht hinlaufen sehen. Der stand dann am nächsten Tag immer noch da. Also ich stelle die ab im Stall. Weiß zwar nicht, ob das wirklich so ist, aber ich stelle zwar sich selber ab, bevor mir das Vieh nachher irgendwann verhungert. So, ich lege mich schon mal ins Bettchen. Bei meiner Ehefrau. Genau nebendran. Soweit geht es mir gut. Bis auf die Ohren, deswegen habe ich auch nicht allzu viel geredet. Ach so. Kannst du noch mehr reden? Oha. Muss ich mir jetzt Sorgen machen? Oh. Verdorbenes da reingepackt, ja, für Dünge. Mhm. Wasserfall. Ach je. Geht noch mein Auto parken und dann. Dein Auto parken? Ich muss jetzt endlich Leingarn anbauen. Ist ja Herbst.
Bin ich vergessen. Deine Tür quietschen hören. Jetzt auch mal ölen, ne? So, ja, ne. Wer denn? Schläge oder was? Mehr. Oh, guck mal, Kleber. Oh, ich kann die auch, Freund. Weil jetzt da kannst du blocken. Echt? Hast du geblockt? Klar. Pfeil und Bogen kannst du blocken? Keine Ahnung. Nee, anscheinend nicht. Aua. Warte mal, ey, das war ein Kupferpfeil, oder? Der steckt bei mir in der Arm. Kannst du ihn rausziehen? Ja, danke. Das ist unglaublich. Ah. Er hat übliche Morgenschlägerei, Leute. Alles gut. Das ist zum Warmwerden, Wachwerden und so. Da hauen wir uns erstmal ordentlich auf die Schnauze. Feld anbauen, Junge. Wenn ich das wieder vergiss. Aber hast du da auch eine Scheune bei dir? Weil sonst wird das. Ich habe eine Scheune schon ewig hier stehen, aber keinen Feldschuppen. Ich brauche ja auch keine Bedienung. Ja, ja, Feldschuppen. Nein, habe ich nicht. Ach. Weil ich mache selber, ja. Ich arbeite selbst auf dem Feld. Ne? Weil ich bin ein großer Erwachsener. Wieso kann ich keinen Einsamen anbauen? Geht das im Frühling? So. Oh. Herbst, Sommer, Herbst, Frühling. Roggen könnte ich jetzt anbauen. Bis zum Frühling. Okay, dann machen wir auf Roggen rein. Let's go. Bin schmutzig. Was baust du gerade an? Ich hab gerade Barren gemacht hier. Du hast was gemacht? Kupferbarren. Nee, was baust du auf den Feldern an? Das wollte ich wissen. Weißt du das auch? Nee, da habe ich noch nichts gemacht jetzt. Achso, okay. Dann baue ich mal bei mir Roggen an. Wenn wir noch Roggensamen haben. So rum. Roggenkorn. Also ich weiß nicht, ob die Frauen da etwas kommen, also die Feldarbeit. Aber hier wächst ja schon wieder was. Nee, oder? Nee. Irgendwie muss ich Roggen Samen draus machen. Muss ich mal gucken, wie das geht. Wenn ich sein. Die eine macht Weizen. Hier. Zack. Kann ich denn? Kann ich Mehl draus machen? Geh weg.
Rotkorn, Stroh, Roggen. Einsam. Hab ich jetzt Roggen? Ich hab Roggenkorn. Roggenkorn ist, ach so. Das Korn ist immer Haferkorn, Haferroggenkorn. Das ist der Samen. Ach so, na toll. Auch hinschreiben können, ne? Also hätten wir doch Haferkorn und Roggenkorn gehabt. Also zum Säen, Dabra. Das ist zum Säen. Habe ich etwas verwechselt. Schon gewundert. Hier steht der Chef noch selbst auf dem Feld. Shit. Da packt der Chef noch mit an. Ja, beim kleinsten Feld 4x4. Ist das etwa 4x4? Rosch. Jetzt habe ich schon wieder kein Roggenkorn mehr. Ist ja frech. Du stehst permanent im Weg, Mädel. Roggenkorn. Machen wir daraus Roggenkorn. Komm. Utsch. Utsch. So, wie viel? Jetzt haben wir. 12 Eisenbarren, ja? Aber wie es typisch für Chefs ist, keine Ahnung haben, auch wenn man so tut. Was soll das jetzt heißen? Hallo? Ich hab übelste Ahnung. Lach nicht, Dabra! Ha, Sunny ist mir sympathisch. Weißt du, der, wo die ganzen Städte ausraubt, um Geld zu machen, sagt mir, ich wäre Landstreicher hoch 10, ey. Glaublich. Eieiei. Was wird das wieder friedlich morgen Abend mit Drachimus? Nicht, dass ich nicht gerne mit Dabra spiele. Aber so langsam habe ich so viele blaue Augen im Gesicht hier, weißt du? Unsere morgendlichen Schlägereien. Um Erholung. Wir prügeln uns ja dauernd. So. Jetzt alles drauf? Roggen, 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 Roggen. Sieht gut aus. So, Herr Dabra, von und zu kann ich noch was Gutes für Sie tun. Ich gucke hier gerade wegen dem Takt, wegen dem Gänsenstall. Ah, okay. Mehl. Mehr jetzt schon Mehl. Ich will eh noch kein Brot backen. Naja, dauert ja glaube ich auch, ne? Dass du so eine Mühle machen kannst. Ja. Das stimmt. Das stimmt. Oh.
tatsächlich mal wieder einen Hammer machen. Ganz. War nur ein. War nur zwei Barren. Der gleich wieder rumschreit. Ein Gebäude für die Tierpferde. Mit zwei Topfen. Dauert. So, Hühnerstall. Gänsestall. Brauchst du am besten auch wieder in die Ecke da hinten. Wo die ganzen anderen Viecher sind. Ey, die Schweine sitzen hier rum wie Hunde. Ey, hast du mal gesehen, wie die sitzen? Mhm. Schon gesehen. Aber hört ihr das Kikeriki? Wer sagt denn, wie Hühner haben? Hm? Ah, hört man das bei mir? Nee, ich hab's bei mir gehört eben im Spiel, wie der Hahn gekräht hat. Messer haben wir noch. Schaufel. Da brauchen wir aber einen wieder für die Gänse, ne? Der aufpasst auf die Gänse. Jo. Weil die ernten ja auch die Eier und so alles, ne? Jupp. Hühnerstall ist voll, oder? Ja. XD. Wie sieht's denn mit den Tasks eigentlich aus? Mit dem was? Mit den Aufgaben, die du angenommen hast. Rote. So. Nicht vergessen. Rote Beete. Was sind die denn eigentlich hin? Bestimmt hier Materiallager. Ja, sagt er. Wo ist denn die Rote Beete hin? Ich hab nur Samen. Der rote Beete ist zum Essen, ne? So. Okay. So, was brauchen wir denn alles? Tauben jagen. Holzschalen, Karotten, Fleisch. So eine kleine rote Kugel kann man essen, Krimi. Zum Salat. So. Kann man das. Schön Öl, Essig rüber. Mozzarella Scheiben. Fertig. Dann gehe ich die Tauben ja. Mhm. Kümmere mich mal um die anderen zwei Dinger da. Was ist das? Das ist die Taube. Rote Beete. Achso, Nahrungsmittellager hat er gesagt. Moment. Naja. 34 brauchen wir.
Fleisch fehlt mir noch. Da muss ich nur ein Wildschwein jagen gehen oder so. Haben wir sonst was zu essen mit rausgenommen? Natürlich nicht. Wildsuppe. Die macht ja gar nicht satt. Doch, Jäger, zwei Stück. Ja. Jäger, Jagdhütte. Drei sogar. Die kriegen kein Fleisch zusammen. Was ist da los? Ich habe extra gesagt, die sollen kein Trockenfleisch mehr draus machen. Dass wir mal ein bisschen Rohfleisch für die Eintöpfe haben und so. Naja, da hole ich mir dann Wildschwein da vorne. Dann habe ich genug Fleisch. Wohl. Können wir mal probieren. Wird mir eh. Was so. Gibt's jetzt ein Schwein? Ja. Ich hab's mal probiert. Gucken, was das an Fleisch gibt. Die produzieren sich ja eh nach, wie die fliegen. 105 Fleisch. Ja, moin. Alles klar. Ich hab's mal getestet. Also, falls wir mal nichts mehr zu essen haben, da war zu Bescheid. Ferdinand ist weg. Die hocken aber echt komisch da, ey. Wenn sie da gerade einen Klo hocken oder so. War schon ein Eselchen, ne? Nee. Nee. Ich weiß nicht, wie lange das bei denen dauert. Schon wieder irgendwas nicht? Der Holzschuppen braucht ja extra, genau. Und da war ja was. Alles voller Eier hier. Da kann ich dir Rühreier machen, wenn du willst. Um 37 rote Beete abliefern, ich habe 34. Ich bin so doof, Alter. Ich kann noch nicht mal lesen. Ich will mir dreimal rote Beete, ne? Krimi, 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 das nimmt noch ein übles Ende mit dir. So, Junge, fängt schon an. Ja.
Junge, 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 da kriegst du den Herzinfarkt, wenn du da neben dran vorbeireitest. Hallo? Ein Huhn weniger. Ja, kann sein. Warte mal, ich mal gucken. Nein. Nein. Widerstand ist noch voll. Lass nichts. Ich sagte es gleich ein Huhn weniger, wenn mir das Vieh nochmal so ins Ohr schreit. Der vergisst deine Tauben nicht vor lauter Rumpuppeleien, ne? Geh auch mal nach oben und guck mal, dass ich wieder ins Eck gehe da mit den Tauben. Iki, Hallöchen. Ah, Ziggy da, jetzt kommen wir ins Bett. Na, gut geschlummert? Eieiei, ei, ei. Heute ist aber schlimm wieder. Bin nicht mehr... energievoll irgendwie. Boah, schlimm. Viel zu lange. Ja, du hast es vielleicht auch gebraucht. Ne? Wer weiß. Kann ich Esel schwimmen eigentlich? Hopp. Ich glaube ja. Ja, cool. So einen Mann brauchen wir noch, ne? Für die anderen. Weiß ich nicht, hab man. Weiß nicht, was du geholt hast, ja, aus dem Kopf. Warte. Da ist eine Frau drin. Und da ist eine Frau drin. Also, wir haben noch Platz für zwei Männer. Ja. Der Scheiße. Wir haben noch ein komplett einfaches kleines Haus leer. Geh mal zu den Taubendingern da. Willst du wieder so eine Stachelkeule auf den Kopf kriegen, Junge? Mach nur weiter so. Reiz mich nur weiter. Mach's wieder dutsch, dutsch oder liegt da im Dreck? Rennt voll durch die Tauben. Ja? Hol doch. Ich wollte zu meinem Ursprungsort. Wo ich vorher war. Das war sogar hier irgendwo. Warte mal. Vorne. Guckst du? Das ist nicht hier? Hab eine. Sehr gut. Wieso blutet mein Esel? Was? Mein Esel blutet. Das ist bestimmt, weil du den geboxt hast, du Knallkopf. Uragin, danke schön für 48 Monate. Oh. 58, Entschuldigung. Lesen kann ich auch nicht mehr. 58 Monate. Dankeschön. Morgen. Da ist zum Beispiel eine. Da ist doch eine. Bogen raus.
Nicht getroffen. Sehr gut, Grimmi. Haben wir die zweite? War eine Krähe. Ach, ich muss ja Tauben jagen. Ich bin so doof. Ja, gekrähen gerade. Ja. Mathe. Hast recht. Scheiße. Tauben sind ja da vorne. Krähe war das letzte Mal, ne? Ich bin ja gedanklich falsch. Warum sagst du es nicht gleich? Habe ich ja nur Krähen verscheucht und keine Tauben. Nee, die sind top. Krähen. Hier sind Tauben. Hier sind. Ich gehe mal an das Feld da oben hin. Will nicht bei dir sein. Aber ja, ich habe Tauben mit Krähen verwechselt. Scheibengleister. Schon gerade gefreut, dass ich eine abgeschossen habe. Da vorne sehe ich schon wieder eine. Eine ist gut. Oh, Grimmi. Du und deine Zieltrefferquote, ey. Gleich 0,0. Dann war ich besser. Und schon die erste wieder runter. Ich habe 50% bessere Schleichen. Die bemerkt mich doch nicht. Guck mal. Da richtig ran. Ey, das sind doch, das ist keine Tauben. Schon wieder eine Krähe. Ja, Tauben sind doch in der Stadt oder vor der Stadt. Auf Feldern sind Krähen, glaube ich. Ach so. Hä? Bin ich jetzt falsch? Ich dachte, hier sind die irgendwo. Scheiße. Bin extra zur Markierung gerannt, verdammt. Und ich mal hier hin. Ja, ich bin halt Anfängerlehrling, ja? Hier, Jäger und so. Sind sie mal nicht so. Noch 4 Stück jetzt. Ich glaube, die machst du die Quest, wa? Wir wissen mal eine finden noch. Ob jetzt noch welche kommen beim Dunkeln. Weißt du nicht? Ist es das Tier nicht egal? Ich weiß es nicht. Mal gucken. Oh, da fliegt noch irgendwas. Könnte eine sein. Komm, lande mal. Nun kriege ich dich eh nicht. Oh, gut. Oh, da vorne landet eine. Ich glaube, ich habe eine. Können wir wenigstens eine spielen? Jetzt sind die klein. Yay! War eine Taube. Das ist von mehr. Ups. Ich habe ja alle aufgescheucht. Na toll. Aber ich habe auch eine gekriegt. Yay! Landet jetzt echt vor mir eine? Jetzt haut's du schon wieder ab. Brauche ich fürs Messer. Steine. Überhaupt nicht auffällig mit Fackeln.
Fertig. Das ist echt bewundernswert, dass sie da nicht, dass sie eigentlich bemerken, sozusagen, ne? Du stehst da, du sitzt da in deiner stillen Ecke und wartest einfach drauf. So, hab abgegeben schon da, ne? Jo, alles klar, super. Ich geh gleich pennen hier im Dorf. Jo, das ist eine gute Idee. Wann das wieder? Mhm. Ah, da. Hey. Was schmeißen da? Der geht nicht. Schade. Hätte ja klappen können. Hier schon wieder den Bogenspann, der Lümmel. Komm her. Bogenspanner. Schnell weg. Hui. Ich will mein Esel. War der nicht am Eingang gestanden, wo, bei der Maus? Wo wir eben gepennt haben? Wow. Der läuft gerade die Treppe hier runter von der Palisade. Was? Er ist irgendwo noch draußen da am Rumdümpeln. Zack. Guck mal, wer ist da? Adieu! Oh, ich wollte dich überrennen, geht das nicht? Nein. Ich wollte noch Dings holen. Was brauchen wir denn noch? Jäger, ne? Mal grad gucken. Da Birnsetzlinge wollte ich noch holen. Ich hab die ja letztes Mal alle weggekauft. Ach so. Ach, und Gänse. Die Gänse sind ja hier oben. Es sind noch so viele einsame Frauen in unserem Dorf, die freuen sich über männliche Dorfbewohner. Okay. Zack. Zack. So, wo sind die Gänse? Okay, der ist auch nicht so teuer. Hallo. Die kleinen Dinger kosten nur 20. Hm. Okay, das geht schon. Ach, in dem Haus war, glaube ich, Dings in dem Krit drin, ne? Ja. Hat da gleich eine Frau drin. 21 jung. Ne? Uns nicht alleine. Hier noch so ein Dabra. 21, viel zu alt. Ihr seid unglaublich. Ihr seid unglaublich, ey. Weißt du, selber schon 60 beide, ne?
Und dann meckern sie rum. Zu alt. Schämt euch! Kommt aber einer auf den Scheiterhaufen, ihr zwei, ey. Unglaublich. Was haben Sie zu Ihrer Verteidigung zu sagen, Herr Nimkrit und Herr Dabra? Meinst du, das hilft? Verteidigen? Manchmal? Oder wie meinst du? Scheiterhaufen. Achso, das wüsste ich noch nicht. Da kommen ja eigentlich die Hexen hin, ne? Vom Scheiterhaufen. Weil, ich glaube, die Gänse wollen Futter. Ja, ich bin schon dran. Schon das Erste, was ich mache, ist hier an rotieren in Richtung in Richtung Tierfutter holen. Wieso haben wir keins? Wir sollen das machen. Macht die das wieder nicht, die Truller? Wieso haben wir schon wieder keinen Roggen mehr? Das kann doch gar nicht sein. Habe ich das jetzt alles verballert? Bin verwirrt. Roggenkorn, Haferkorn. Ach so, ich brauche Roggenkorn, Haferkorn. Jetzt, I understand. Okay. Das heißt, ich muss den Hafer erst noch dreschen. Und Stroh brauchen wir noch. Kann ich Tiefutter machen. Ich bin immer falsch rum. Bei den Sachen. Das heißt, wir brauchen noch Hafer. Den müssen wir noch dreschen. Hey, Quatsch. Der Hafer müssen wir noch dreschen, dass wir Haferkorn haben. Und Stroh darf ich nicht vergessen. Schon wieder wegrennen. Stroh. Mit gutem Stroh. Ja, inzwischen müssen wir schon hier in der Stadt auf dem Esel aufsteigen. Machst gerade mal wieder ein Mammutprojekt. Solo-Player ziehe ich um. Ja, dann viel Spaß, ne? Was ich mache? Tierfutter. Das sieht gut aus. Klingt nach einer Menge Spaß.
Lass mal gucken, wo war da denn der Gänsestall hin? War hinter dem Hühnerstall, oder? Hinter dem Hühnerstall? Ah. Das Ding hier? Ah ja, schießt so aus. Jupp, da sind Gänse drin. Guck. Muss ich noch jemanden reinstellen, ne? Federn haben wir mehr als genug, obwohl da können wir mal so 20% Federn machen immer. Ist glaube ich nicht so verkehrt. Und dann brauchen wir natürlich noch einen Arbeiter dafür. Einzige, die da ist, die hat nur zwei. Ja gut, dann muss die halt da rein. Fertig, ist mir jetzt egal. So. Jetzt mal waschen. I was working side by side with farmers, but they always need to change stuff. So. Mach ich nochmal 66 Tierfutter. Pack das am besten bei dir vorne in deine Dings rein. Da wo deine Mitarbeiter sind in die Truhe, ne? Dann hat's, ist es nicht so weit zum Stall. Ne? Ich hab keine Ahnung. Ich kann's auch ins Materiallager schmeißen. Mir ist es wurscht. War nur so eine Idee. Eine Frage an dich. Hm? Da, muss man nicht immer so weit rennen. Brauchst ja bald so einen E-Roller hier in dem Dorf, dass du von der anderen einen Seite auf die andere kommst. Furchtbar. Wir sind ja schon eine Siedlung geworden, ne? So, 66 mal Tierfutter. Ich
Füll jetzt erstmal die Dinger nach. Dann packe ich den Rest halt, ja, wie gesagt, den Dings da rein, da. Die, guck mal, die düngt schon fleißig hier. Und die Fleißige bei dir auf den Feldern, ne? Schon sagen. So gut gezogen. Ja, mit Disziplin geht alles. Ja, ne? So, hier haben wir mal voll. Zack. 17 Tierfutter nachgefüllt. Let's go. Und mit den anderen Dingern. Da ist noch fast voll bei den Hühnern. Der Esel war nicht mit Gatten, war, konnte ich nicht voll machen. Ja. Schon fast das ganze Tierfutter weg, ey. Aber die Tröge sind dann alle voll. Ja, 16 mal Tierfutter noch übrig. Hui. Ich brauche mehr Roggenkorn, sehe ich gerade. Okay, baue ich ja gerade ab. Nächste Jahreszeit, Frühling. Oh. Was, warum? Habe ich was verpasst? Oder drei Fleisch. Können wir schon wieder eine schöne Kohlsuppe machen. Mach dich weg da, Helga. Hey, old friend. So long. Ey, schubst meine Frau da, oder was? Ja, die stand im Weg. Problem damit? Kannst vorbeikommen. Mach ich sofort. Trinken ist alle. Bin gleich wieder da, Dabra. Unterhalten Chat. Was? Nee. Unterhalte den Chat. Thank you.
I saw Stranger Things. Wife rhymes with strife. A coincidence? I don't think so. Da brauchst du reden, nicht schreiben. Ja, ja. Bibi. Bist du froh, dass ich wieder da bin? Ja, vielen Dank. Profi-Streamer hier, merkt man schon. Naja, das ist auch nicht so mein Ding, so. Ach ja, alles gut. Ist halt nicht jedermanns Sache. Ist halt so. Ist ja auch nicht schlimm. Danke euch, Chat. Erstmal eine schöne Kohlsuppe. Ah. Oh, danke. Stimmt, mein Trinken. Trinken eingeschenkt, aufs Klo gerannt, kurz mit Frau geschnackt, wieder hergerannt. Trinken vergessen. Sehr gut. Läuft. Ach, wenn ich meine Frau nicht hätte. Kannst du da eigentlich bestimmen, was sie anbauen sollen? In dem Feld schon? Okay, cool. Kannst du unter Verwaltung, wenn du auf dein Feld klickst. Mhm, okay. Ich habe jetzt die Felder bei mir, habe ich jetzt so gelassen, Weizen, Roggen und Hafer. Und die ich werde dann so kleinere Felder machen, mit so kleinem Feld, was du da hast. So. Habe ich für gar die, nicht mehr. Ich habe nur noch... Aber das ist ja nicht verkehrt für die rote Beete und so, weißt du, weil du da kriegst du ja, du kriegst ja zum Beispiel aus Kohl, kriegst du ja gleich, einmal sammeln, kriegst du ja gleich über 12 Dinger aus oder so. Wieso, Kaffee? Nee, kein Kaffee, normales Trinken. Kaffee habe ich nur hier stehen. Als das die Frage war. Wenn das eine Frage war. Das weiß man bei Not aus als nicht. Was? Irgendwie wieder böse. Boah, verleiht mich ja die Eisenbarren zu verkaufen. Aber lieber aufheben, weil ich weiß nicht, wie teuer die Werkzeuge sind. Ah, das ist bestimmt gut was wert, ne? Was mache ich jetzt hier drin? Was wollte ich hier machen? Wieder vergessen.
Das hier, ne. Alter Zwerg. Ihr habt doch ganz viel Eisen gesammelt, habt das doch schon. Aber ich denke mal, besser aufheben und dann erstmal Eisen. Weil wenn du einmal Eisenwerkzeug hast, das hält ja ewig was. Ja. Lass, heb's mal auf. Ich meine, wir haben zwar da unten eine Eisenmine, und da wo du bei, da wo du die, da unten bei Tzatziki. Ja. Aber, ja. Was machen wir heute Abend, Chat? Drachi? So, da? Ne, wir spielen ja morgen. Quatsch. Oh, Schmiede 2. Ja, geil. Geil. Vielleicht können wir jetzt endlich Bronze bauen. Ja. Können wir? Ja. Das heißt, ich muss auch noch Zinn holen, nicht nur Kupfer. Da habe ich ja schon eine Schmiede ja gerade. Aber hol mal Zinn, ja, das ist nicht verkehrt. Frag mich nur, wo die ganzen Kupferbahnen schon wieder hin sind. Im Materiallager müssten nur 6. Warte mal, habe ich die im Inventar? Es waren nur 8, ich habe 2 davon benutzt. Ich bringe ja schon wieder Kupfer mit. 6 müssten, glaube ich, in der Schmiede oder im Materiallager liegen noch. Glaube ich. Den Bahner. Ah, gut. Ja, so schlecht. Was schreibt meine Frau da? Alter, Fantasy 14, ey. Kannst du bei Nishi gucken? Ja, schon mal feine Fetter, sei mal nicht so grün. Zeig dir gleich, was ist mit sei mal nicht so. Eisenbahn haben wir 18. So, Kupfer. Oh, ich brauche gleich mal die neue Schmiede. Fliegt die alte raus. Kupfer, Kupfer, Kupfer. Bronze sicher, also erstmal eine Bronze-Axt. Kupfer, keine Ahnung warum so wenig, aber 29 jetzt haben wir. Und Zinn ist, ja, 30. Hast du noch genug Geld für die Steuern notfalls? Ich kaufe gerade die ganzen Werkzeuge frei. Hast du noch genug Geld? Ja, ich frage nur, weil ich gerade meine ganze Knete da reinballer. Ich hab 1800. Ja gut, wir können nächste Jahreszeit noch mal ein paar Tasks machen. Dann habe ich auch wieder ein bisschen, aber ich habe jetzt die ganzen Werkzeuge fast freigestellt, außer die Sense. Nur zur Info. Ich hole jetzt ein bisschen mit Zinn und Kupfer zurück. Dann will ich mir die neuen Werkzeuge bauen. Das heißt, Schmiede abreisen. Was ist denn? Da können wir hier schon die Dinger. Ne, können wir wahrscheinlich gar nicht, ne? Aber wahrscheinlich Schmiede 2. Ich glaube, du brauchst gar nicht abreisen. Guck mal, ob du da Schmiede 2 auf die 1 setzen kannst. Sollte man das können? Testen wir das mal. Schmiede 2, die 1. Nö. Ah, ne, war da Werkstatt. Wer lesen kann, warte. Schmiede. Es geht tatsächlich. Hast recht. Okay, das ist gut zu wissen, dann brauche ich nicht abreisen. Das ist ja Blödsinn. Okay, gehen wir erstmal pennen. Ja, deswegen meinte ich ja, wäre vielleicht nicht verkehrt, das Materiallager 1 auf 2 abzugraden.
Ja. Haben wir auch mehr Platz. Hättest du ja machen können, ne? Muss ja nicht auf mich warten. Ist doch selber groß. Dein Spielstand. Wow. Gesundheit, Chefin. Mein Spielstand räumt alle Dörfer leer. Mein Spielstand. Ich hab ja, weil ich mir jetzt zwei Sicheln ausgeliehen habe. Ja, ja. Wo hast du denn schon wieder die 800 Gold her? Fleisch und Leder, was ich verkaufe. Achso, okay. Schurke. Ich hab ja irgendjemanden, habe ich gern Sattel gekauft. War total. Ja, und auch noch ein Esel, ne? Auch noch. Das war irgend so ein Depp da. Keine Ahnung mehr. Jetzt wieder noch mehr Geld. Ja, jetzt wieder noch mehr Geld. Schlimm, ne? So, dann bauen wir das mal, graden wir das Ding mal ab. Das ist gut zu wissen, dass das geht. Dann machen wir das hier natürlich auch, klar. Warum sollten wir das nicht machen? Ich wusste gar nicht, dass das geht. Umso besser. Zack, bupp. Machst du das Materiallager 2 echt die Schmiede oder umgekehrt? Mir ist wurscht. Oder ich baue. Kannst auch machen. Warte mal, Holzstämme. Und beides machen. Guck du mal, dass wir wieder Geld reinkriegen mit Tasks und so. Ich baue. Ich will erstmal schnell hier noch irgendwie die Bisons her. Ich will hier die, damit du Dünger hast. Genug Dünger hast. Moment. Du willst Bisons jagen, damit ich mehr Dünger habe? Ja, Essen verrotten. Ah. Aber tu mal bitte mehr Fleisch ins Nahrungsmittellager. Wir brauchen dringend Fleisch von Bison. Dünger haben wir massiv. Das verrottet ja auch irgendwann. Das ist ja nicht das Problem. Aber wir haben kaum noch Fleisch. Trotz zwei Jäger. Drei Jäger. Die verarbeiten das irgendwie immer alles zu Trockenfleisch? Wir brauchen das eigentlich für die Eintöpfe. Obwohl ich denen gesagt habe, sie sollen es nicht machen. Ne? Also 200 Fleisch reichen. Müssen jetzt nicht 5000 sein. Aber dass wir mal ein bisschen was auf der Kante wieder haben. Ey, warum Kriegen? Das habe ich mir auch gerade gefragt. Ich habe schon wieder die Fackel an. Ne? Das ist wahrscheinlich minus 20 Grad oder so. Warte mal. Wow. Ja, minus 21 Grad. Ja, okay, ein bisschen kalt. Ich glaube, da wäre Sunny komplett weg. Also, Sunny nie wieder. Und tschüss, Sunny. 21 Grad minus. Uiuiui. Ui, ui. Deswegen fühle ich mich so wohl. Was hast denn schon wieder eine Fackel an? Hättest du eben gerade zugehört, wüsstest du das. Weil wir frieren. Nasenbär. Mit minus 21 Grad. Und selbst wenn ich die Fackel anhätte, weil ich Lust drauf habe, lass mich. Schon wieder So, Bretter. Bretter 6, 1, 2, 3, 4. Nehmen wir einfach mal 5000.
Eieiei. So. Mal kurz auf. Ein Holzstamm noch. So, jetzt haben wir noch mehr Platz. Sehr gut. Muss ich bloß gucken, was brauche ich denn für die Schmiede? Bretter, Holzstamm, 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 Holzstamm. Holzstamm und Bretter. Schon wieder zu viel für den alten Mann. Das sollte genau passen mit den Brettern. Schmiede fertig. Können jetzt zwei rein. Wieder weg. Weg. Zinn und Kupfer. It's so hot in here. I feel as if I'm about to melt into a meat bar.
mir Bronze. Geh da weg. Gehen Sie da weg. Bronze. Aras, Hallöchen. Bronze, Werkzeuge. No one can destroy the metal. The metal will strike you down with a vicious blow. May the forge be with you. Tschum, 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 tschum. Ich trage zu viel, ja, ist klar. Stücke. Holzstamm. Da fehlt mir noch ein Holzstamm. Und Stöcke. Und dann habe ich, glaube ich, von jedem einen für jeden was gebaut. Glaube ich. Zack. Stöcke brauchen wir noch. Hier ist unser Kupfererz. Luna, Lüchen. Ja, da muss ich gleich nochmal gucken wegen Zindern. Nochmal los. Hammer haben wir noch gar nicht gebaut, oder? Holzhammer, Kupferhammer. Warte mal. Waffen. I have armed the mightiest knights of this realm. Nobody makes better toys. Ach, stimmt. Haben wir gar nicht bauen können. Kommst du gleich bei der Schmiede vorbei, dann schmeiß ich dir deine Bronzewerkzeuge hin. Wenn du willst. Und WB. Wo ist jetzt mein? Die Hacken. Das einzige, ich muss nochmal Zinnfarm gehen und dann ist auch noch eine Hacke. Also für den, ne? Für den Acker. Steht mein Charakter irgendwie schief? Nö. Sieht genauso doof aus wie immer. So, warte. Brauchst du Axt? Warte mal kurz, bis alles gefallen ist. Oder nimmst halt einfach. Brauchst du Hammer? Brauchst du Messer? Brauchst du Schaufel? Brauchst du Spitzhacke? So, bitteschön. So, dann gehe ich nochmal los und hole nochmal Zinn, weil Kupfererz liegt ja, oder Barren liegen ja 35 im Materiallager. Da brauchen wir noch ein bisschen Zinn, dann kann ich auch die Hacke machen.
Und irgendwann schalten wir noch die Sense frei. Dann kann ich die auch bauen. Wo bist du jetzt? Ich bin im Materiallager. Wieso? Aber ich gehe jetzt erstmal auf, ich muss nur einkaufen. Mach das. Mach das in Ruhe. Ja? Ab. Was möchten Sie, junger Mann? Ein bisschen mehr gerne Wald. Oh, danke. Jetzt zu 100, perfekt. Ja, gut, bei uns gibt's auch gleich wieder. Chefin, wie sieht's aus? Oh. Ja? Hast du auch selber noch Münzen? Weil Miete ist ja 2300. Ich habe 1200, 1400 jetzt. Ja, ich seh's gerade. Ist halt so. Muss euch halt irgendwie an Geld kommen. Krieg ich schon hin. Na gut, aber ich bin erstmal einkaufen. Jo, guten Loot. Bis denn. Bis später.